Leben als Muslima in Deutschland zeichnet Sufaina Hamed Comics. Frech und mit viel Humor erzählt sie von Vorurteilen und Klischees. Ich habe, wie glaube ich, jedes Kind gern gezeichnet mit allen möglichen Stiften und so. Und habe das dann eigentlich dann irgendwann mal mehr gemacht als andere Kinder vielleicht, und weil ich vielleicht auch mehr Spaß dran gefunden habe. Und also deshalb eigentlich schon seit ich klein bin. Ich habe vor 4, 5 Jahren angefangen, meine Bilder ins Internet zu stellen. Und ich habe dann einmal ein Bild hochgeladen, und zwar ein Bild, das eine Muslime oder mich in der U-Bahn zeigt, und ich sehe eine ältere Dame, die daneben sitzt und mich anstarrt, und dann im zweiten Panel sieht man dann die Situation aus der Sicht der älteren Frau, und dann steht statt der kopftuchtragenden Muslime ein Alien da. Das war so eine Erfahrung, die eigentlich alle muslimischen Frauen mit Kopftuch teilen, und die mir dann auch alle gesagt haben, ja genau, wir fühlen uns immer wie Aliens und so. Alltag für die Psychologiestudentin Sufaina Hamed. Sie ist in Tunesien geboren, in Berlin aufgewachsen. Gläubig. Seitdem sie 12 ist, trägt sie ein Kopftuch. Freiwillig. Das provoziert nach wie vor in Deutschland. Ich würde gerne, dass Leute, wenn sie auf mich zugehen, irgendwie diese Bilder und Assoziationen, die sie mit Muslimen haben, einfach weglassen und einfach offen auf mich zugehen. Doch auch die 23-Jährige hat Vorurteile. Auch das ist Thema in ihren Bildern, die auf der Internetplattform tafix.deviantart.com zu sehen sind. Wir sind genauso Menschen, und dieses psychologische Phänomen, dass wir Leute kategorisieren wollen, ist auch bei Muslimen. Also wir neigen dazu, einfach Leuten etwas in den Mund zu legen oder in den Gedanken, und die dann gar nicht vorkommen und die dann einfach gleich so eine Distanz aufbauen. Also die Frau auf der linken Seite denkt sich, ah, die guckt mich an, die hasst bestimmt Muslime. Und die auf der rechten Seite denkt, ja, die guckt mich an, die hasst bestimmt nicht Muslime. Genau diese Distanz und Missverständnisse sind es, die Sufaina Hamed mit ihren Bildern überbrücken will. Dabei geht es nicht nur um den Islam oder das Kopftuch, sondern einfach um den ganz normalen Alltag. Also ich glaube, Bilder generell sprechen Menschen viel schneller an als Texte, und wir können sie auch viel schneller wahrnehmen, und gerade mit Bildern kann man viel so mit Humor und mit Übertreibung arbeiten, und ich glaube, ein gutes Stück, eine gute Portion Humor ist ganz wichtig, um Ängste und Mauern einzureißen. Immer wieder wird sie gefragt, warum sie das Kopftuch trägt. Ich trage es aus ganz persönlichen Gründen, weil es für mich ein Teil meiner Religion ist und ich mich dadurch stärker fühle und auch sicherer, vor allem in meiner Beziehung zu Gott. Mittlerweile hat sie eine riesige Fangemeinde. Einige Bilder touren im Moment auf einer Wanderausstellung durch Deutschland. Und selbst Bundespräsident Joachim Gauck ist begeistert von ihren Zeichnungen. Ihm hat besonders gut gefallen, dass ich gezeigt habe, dass man aus zwei verschiedenen Perspektiven manchmal was ganz anderes sieht und wahrnimmt, und dass es auf beiden Seiten Extremen gibt, und das ist ihm anscheinend hängen geblieben. Meine Bilder zeigen ganz alltägliche Dinge, und ich hoffe, dass Leute sich darin wiedererkennen, egal ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht, und dadurch erkennen, dass wir irgendwie alle gleich sind, ob wir nun Muslime sind oder nicht.